Internationale Hochschulmobilität 2016. Fachhochschule Technikum Wien. Der gegenseitige Austausch von Studierenden und Angestellten mit Hochschulen in China, der Mongolei, Russland und Argentinien war der Beginn einer intensiven Kooperation in verschiedensten Projekten. Hervorragend organisiert und begleitet durch das International Center der FH. Olga zum Beispiel, Lehrende einer russischen Hochschule, lernt das Technikum Wien kennen und trägt zur Internationalisierung at home bei. Im Zuge des Projekts finde ich jede Begegnung mit den Studierenden und mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, egal ob die zu uns kommen ins Haus oder ob die im Ausland stattfinden, ist eigentlich immer eine Bereicherung. Also eigentlich das Schönste ist, wenn wir sehen, die Studierenden lernen im Ausland, treffen neue Freunde, können ihr Netzwerk erweitern, ihre Sprachen, Kenntnisse verbessern und kommen dann zurück und sind einfach von der Natur her ganz verändert. Also die wachsen so viel während der Zeit, die bilden sich fort, nicht nur was die akademische Komponente angeht, sondern auch was interkulturelle Kenntnisse angeht, also die Sprachen, einfach der Alltag dort. Ja, die Hochschule ist ja in einer Weise anders aufgebaut, die Lernmethoden sind andere und dass sie sich an die anpassen und da einfach Flexibilität auch lernen und Arbeit im Team mit internationalen Studierenden, das ist schon eine Bereicherung für die Studierenden. Das merkt man, wenn sie zurückkommen. Die Reisen sind prinzipiell immer ein guter Weg, die Kooperationen auszubauen, zu sehen, wo können wir die Zusammenarbeit noch erweitern, aber auch um das Netzwerk generell zu stabilisieren, zu sehen, wo können wir verbessern, optimieren, die Prozesse überarbeiten. Jeder Austausch, den wir machen, ist eigentlich ein Mehrwert für die Hochschule, weil das bedeutet, dass unsere Studierenden und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen profitieren von den verbesserten Abläufen.